Das ist so egal. Guten Morgen zu einem ersten Mal, wie man es nimmt. Ja, ich spiele Risen. Ich spiele es noch nicht. Es ist blind, es ist absolut blind. Ich habe nur Bilder gesehen und ich habe ein einfaches Spiel gesucht, das Quests hat. Und ich hatte Bock drauf. Und ich weiß, kommen wir jetzt einmal dazu. Erstens, ja, ich benutze das erste Mal ein Spiel. Ich mal gucken, ob mein Computer das schafft. Zweitens, mal schauen, ob ich das hochladen kann, also mit meiner schlechten Leitung und sowas. Aber ich habe mir gedacht, ich will es mal spielen und ich kann es euch ja mal mit antun lassen. Das ist Risen. Ich komme zu wenig zum Spielen. Ich weiß, ich habe noch andere Projekte. Ich weiß auch nicht. Ich möchte spielen, aber ich komme nicht dazu. Ich weiß auch nicht, was los ist. Wenn jemand eine Uhr hat, die man die Zeit umstellen kann oder wie bei Hermine noch den Tag nochmal erleben kann, dann gebt mir Bescheid und wir fangen einfach mal an. Eins muss ich sagen, es ist nicht ganz blind. Ich bin einmal am Anfang rumgelaufen, um zu gucken, ob es läuft. Aber da werden wir gleich zu kommen. Aber ich habe sonst alles übersprungen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ja. So. Und jetzt kann man da natürlich gucken, mit Teleportschein kannst du schnell über die Welt reisen. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Insel und ich mag das ja, wenn so eine Entdeckung, also so eine Insel zum Entdecken und so. Aber ansonsten hoffe ich, das ist ein gutes Spiel. Es soll Rollenspielelemente haben. Das ist gut. Es soll. Oh, gebratener Fisch und Schuss bringt in dem Sinne zurück, wenn du sie isst. Mach Sachen. Schaut, ist das nicht hübsch, wie man da stehen kann? Ja, leider kann ich, dadurch, dass ich jetzt aufnehmen muss ich erstmal gucken, wie das mit dem Sound ist. Müsst ihr Bescheid sagen, was lauter, was leiser sein soll. Und ich du fragst dich sicher, wo wir sind. Ja. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Weiß ich. Was ist denn geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Okay. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Jehovas Zeug? Zelda 4. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen. Aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Nicht der Typ mit dem roten Auge. Hä? Ist das meine Schnalle? Der Windfisch wird uns alle retten. Sexy Motherfucker. Da ist meine Schnalle. Drücke links, um den Körper zu untersuchen. Ich habe schon mal nichts verstanden. Ich habe eine Goldmünze, das freut mich schon mal. Yay! Seht ihr, ich musste ein bisschen runterdrehen, leider. Nicht ganz runter, weil das wollte ich nicht. Deshalb muss man ein bisschen halt mal ein bisschen schlechterer Rate und sowas. Aber ich. Gucken wir mal. Ich verstehe dich nicht. Ich werde gleich mal gucken, ob ich es lauter machen kann. Geil. Nur Sachen zum Verkaufen. Leichen fleddern. Ja, okay, Leute. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz gucken. Einstellung. Ton. Weil ich verstehe gar nichts. Ich muss den Rest mal ein bisschen runterdrehen. So. Probieren wir es mal. Ich möchte hören, was er sagt, der Mr. Interessanter Typ, der aussieht jetzt wie ein Schiffsbrüchiger. Ha, lol, Schiffsbrüchiger ist er doch. Da noch eine Goldmünze. Wie er sie von hier nehmen konnte. Er hat einen super Arm. Eine Muschel. Oh ja, wir sammeln. Das ist hier voll dieses Überlebensspiel auf dem DS. Lost in Blue. Oh yeah. Ich sehe ja schon, dass man ist. Und ich muss auch zugeben,
Ich weiß, dass die überlebt hat. Ist ein bisschen spoilerisch, aber... ist da... Warte. Man kann zoomen. Das wusste ich auch noch nicht. Grog. Natürlich, waren wir Piraten oder was? Wie gesagt, ich habe sie angesprochen und dann bin ich in den Wald gegangen. Und dann habe ich gemerkt, das war's. Und so ein Spiel habe ich als erstes Mal gespielt. Automatisch speichern. Das ist nicht gut. Das ist gut, aber ich habe keine Ahnung. Enter, Leertaste springt. Sehr gut. Ich spiele keine PC-Spiele. Deshalb, ihr kriegt mit, wie ich sowas ne spiele. Ich habe einmal vor langer Zeit, als es rauskam, ganz, ganz schlecht, wie heißt das nochmal, Fable gespielt. Guck mal hier. Er steht hier und komm her. Haha, ich kann von Weitem. Knüppel. Ich finde das gut. Ja, okay. Sarah. Nee, die will ich nicht ansprechen. Die kümmert sich nicht um die Chicken. Okay, sie atmet noch. Ich verstehe dich nicht. Geh doch hin. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Du auch. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Du könntest ja auch um dich was kümmern. Okay. So. Eins muss ich sagen, ich konnte den Text oben auch nicht lesen. Also falls ihr jetzt irgendwie... Ich werde nachher mal gucken, wie die Qualität ist. Ich hoffe, die ist einigermaßen. Oh, guck mal, wie das Wasser weggeht. Aber ich konnte das eben nicht gut lesen. Ich weiß nicht, warum. Und das ist an meinem Monitor. Ich wollte es nur mal sagen für alle, die irgendwie sich denken, oh, wir können nicht mitlesen. Ich kann es auch nicht lesen. Und was... An was erinnert euch das? Ein Mensch zu sein! Okay. Ich habe mich immer gewundert, wie Meerjungfrauen nicht Menschen sein wollen. Und warum wurde sie eigentlich geil? Ich meine, Meerjungfrauen haben untenrum alles, was Fische haben. Und deshalb dürften sie eigentlich nicht geil werden, weil Fische haben keinen Sex. Naja. Noch eine Goldmünze im Wasser. Und noch eine Goldmünze. Das heißt, wir können später was kaufen. Das ist so geil, das ist so geil. Ich habe hier voll einen Goldschatz gefunden. Wein. Oh mein Gott, ich finde mich so geil gerade. Wie ich alles sammle und mich nicht um Sarah kümmere. Sarah. Eigentlich mag ich den Namen Sarah. Aber naja. Ja, okay, ich soll mich ja jetzt ausrüsten, dann mache ich das mal. Wir wollen ja nicht so lang. Zumal ich immer auf die Uhrzeit ein bisschen achten muss, Leute. Weil sonst die Parts zu lang werden. Das hat nichts mit dem Part an sich zu tun, sondern... Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Was soll ich machen? Oh, fuck, Sarah, sag mir, was ich machen soll. I war das, glaube ich. Okay. Ja. So, wir haben nämlich einen Knüppel und der hat 8 oder eine stabile Axt. Das ist doch super, die nehmen wir. Das heißt, die klicken wir an und haben eine Axt. Und hier ist ein Ring, der bringt gar nichts. Wir haben einen kleinen Heiltrank, das ist super. Aber ich bin so ein Noob, wenn es darum geht. Ich habe ein Ei gefunden. Hä? Erfahrung plus. Sollen wir das essen? Geil, ich habe ein Ei gegessen. Mana kriegen wir auch noch. Grog. Okay, warum kann ich das so schlecht lesen? Mal schauen, ob ich das nochmal umändere. Wie soll ich das umändern? Sag mir mal jemand. Wenn jemand weiß, wie man das umändern kann, sag Bescheid. Weil das geht ja gar nicht. Manchmal findet man eine Perle in einer Muschel. Jawohl. Nichts. Naja, eine Muschel. Das ist doch geil. So, okay. Wir haben sonst nichts wirklich. Dann gehen wir mal zurück. Ich habe eine Waffe, Sarah. Oh ja, ich muss jetzt auf W drücken. Ich bin so schlecht. Und jetzt? Links. Lass uns losgehen. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Jo. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Vor mir auch. Mitteltaste drücken, um die Waffe zu ziehen. Sehr gut, Sarah. Machen wir. Aber erstmal
ruckelt es hier ein bisschen. Und hier ist eine Muschel. Das ist super, weil jeder Muschel ist eine Muschel. Muschel, Muschel. Und da ist ein Vieh. Das ist doch keine Axt. Das ist ein Stab. Halte rechts gedrückt, um zu parieren. Okay. Pass auf! Oh, guck mal, wie ich pariert habe. Weiter so! Ja, komm. Hat er mich getroffen? Ah, trifft mich! Ja, achso, ich kann mal nach rechts gehen, natürlich. Das war richtig gut. Jetzt kann ich die Waffe wieder wegstecken und mir rohen Bollen holen. Oh, da liegt noch einer. Den hat er gegessen. Was? Eine Flöte. Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Eine Hornmuschel als Flöte. Oh, ich will auch flöten. So. Ich weiß eins. Ich bin nämlich, als ich ausprobiert habe, das erste, was ich gemacht habe, hinten ins Wasser gelaufen. Und dann kam was. Soll ich das mal zeigen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann was verliere. Ich mache das vielleicht mal als Spaß. Später mal. Aber das war richtig eklig. Da kommt dann nämlich etwas und sagt dir Hallo. Und dann sagst du Tschüss. Und dann sagt Hallo. Und dann sagst du Tschüss. Vielleicht kann man da irgendwie später machen. Hallo Sarah, wir sind hier schön im Wasser. Nein, ich warte hier. Du sollst kommst mit. Nein. Warum ist der Text so seltsam? Warum kann man den nicht gut lesen? Na okay, auf der anderen Seite geht's noch weiter. Los, Sarah, lass uns laufen. Ich möchte laufen. Kann ich laufen? Doppelt oder so? Ah, ich bin immer laufen gewöhnt. Ich kann das gar nicht. Eins muss ich euch sagen. Bei mir, ich bin schon überfordert mit WASD und so. Ich weiß, viele... ist voll einfach. Wir spielen jeden Tag 5 Stunden. Für uns ist es einfach. Für mich ist es nicht einfach. Ich spiele Konsolenspiele und deshalb ist das so ein bisschen schwer. Da ist eine Muschel. Oh, ich sammle alles so gern ein. Und da ist noch eine Muschel. Ich sehe das schon. Bestimmt, weil ich meine Einstellung so nicht hoch genug habe. Kann ich das jetzt sehen? Sarah, komm mit. Werd feucht. Guck mal, hier leuchtet irgendwas. Was ist das? Ach so. Ich halte hier die Stellung. Ja, mach das. Was war das? Was soll immer dieses Geräusch? Ja, Sarah, komm mal wieder mit. Da bist du ja wieder. Ja. Wieder? Idiotin. Nein, ich mag Sarah. Bis jetzt ist sie ganz in Ordnung. Zumal sie... bis auf, dass sie keine Waffe nimmt. Aber ansonsten geht es. Ich finde das Spiel bis jetzt ganz schön. Mal gucken, was da noch kommt. Und ich habe keine Ahnung, was... Oh, da liegt einer. Erstmal das Geld nehmen. Geld. Ertrunkener. Geil, ich habe ein Jagdmesser. Und noch eine Münze. Das hat irgendwie keiner geschafft, kann das sein? Erstmal werde ich jetzt... wie war das jetzt? Eine andere Waffe nehmen. Ja, danke. Ich habe schon gekämpft, also brauchst du mir das nicht zu sagen. Weil hier habe ich einen Schaden, Hebwaffenschaden und jetzt einen Klingenschaden von 12. Benötigte Stärke 8, 10 von 8. Hä? Was habe ich? Oh, mit E kann ich auch. Mit E kann ich mich drehen. Geil, Leute. Das ist so eine Erkundungstour für mich. Deshalb mache ich den ersten Part ein bisschen länger. Aber wenn es noch richtig später anfängt, muss ich wohl kleinere Parts machen, weil es einfach zu groß wird. Das ist einfach so. Soll ich da jetzt hoch? Nee, komm. Nee, Sarah. Das ist mir zu gefährlich. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich bin den Weg lang gegangen und habe mich sehr erschrocken beim ersten Mal spielen. Ich will euch ja alles erzählen, was ich so gemacht habe. Cool. Ob hier irgendwas ist? Geile Aussicht. Ein bisschen Ruck. Was ist das? Guck mal, Sarah, da ist was ganz Großes. Ein Schild oder so. Oh, Sarah, das ist so romantisch. Komm mal her. Ich springe jetzt mal hier in den Baum rein. Oder auch nicht. Ich laufe einfach durch den Baum durch. Es geht in echt auch. Also mir habe ich da mich ziemlich erschrocken. Da ist nämlich eine Ratte. Ich spoiler mal.
weil ich dachte, ich habe nicht gedacht, ich habe mich ganz gefragt, was es ist. Und dann war das so eine eklige große Ratte. Komm, Sarah, ich weiß, dass hier hinten noch irgendwas war. So, hier ging es nämlich auch weiter. Und da ist ein Grünblatt. Das ist doch schon mal schön. Und da geht es gleich noch, da ist noch mehr Grünblatt. Nee, das ist eine Mana-Wurzel. Oh Leute, dieses Spiel kann ziemlich lang werden, kann das sein? Eine Heilwurzel. Das ist schon mal schön. Nee, komm, lass uns mal hier lang gehen. Immer hier dran. Da. Ein Pilz. Oh Leute, das liebe ich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt playen soll. Da ist doch ein Pilz. Yay. Ein Schild. Ein Trank. Wer hat das hier hingetan? Das ist Excalibur. Ich habe Excalibur gefunden, Sarah. Los, willst du mich nicht nehmen? Weil ich so toll bin? Okay. Schartig? Ich kann das nicht richtig lesen. Was ist denn das mit der Schrift? Ich kann aber nicht auf Full HD hier aufnehmen. Das ist zu heftig. Naja, mal schauen. Vielleicht mache ich es doch und muss dann weniger rendern oder so. Es tut mir leid, aber irgendwie muss es doch gehen. Ist es ein Anfang? Ist es ein Anfang? Ich will das nicht. Das Schwert ist scheiße, aber ich will das Schild. Da. Hat schon bessere Tage gesehen, das ist mir egal. Schutz vor Hiebwaffen plus 2. Und Hiebwaffenschaden 1. Geil. Das heißt, ich kann mich jetzt schützen. Ich möchte raus, danke. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, dass man hier durch hier durchlaufen kann. Weil das macht es irgendwie so ein bisschen unübersichtlich, wie man sieht. Hallo, guck mal. Ich kann durchsehen, es ist richtig blau. Clipping-Fehler, geil. Sarah, hast du gesehen? Schmetterling. Ich liebe Schmetterling. Hui. Okay. Da. Hier ist nichts. Doch, Liliane. Sarah, guck mal hier, da kannst du... Das ist wie ein Tentakel, Sarah. Rede doch mal mit mir, Manno. Gib doch mal irgendwelche tollen Kommentare zu meinem Spiel. Beachte mich, Sarah. Sag mir, wie toll ich bin. Und dass ich nicht sehe. Hallo. Das macht doch keinen Sinn. Oh, eine Höhle, Sarah. Eine Höhle, Sarah. Da ist jemand. Diese Höhle ist mir nicht geheuer. Lass uns doch lieber einen anderen Weg suchen, ja? Okay. Wenn du das sagst. Oh, die wollten mich gerade entführen und vergewaltigen, Sarah. Lass uns lieber gehen. Ich denke mal, ich brauche noch ein besseres Level oder so. Sonst würde sie mir das nicht sagen. Ich glaube Sarah mal, weil Sarah total cool ist und so. So. Ja, aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und und sag dann, machen wir gleich weiter, weil ich muss auch gucken. Ach, ich kann gar nicht gucken, ob es richtig aufgenommen hat. Wäre aber ganz gut. Tschüssi.